In einem Beutel sind drei gelbe, zwei rote, zwei grüne und eine blaue Murmel. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, aus diesem Beutel zufällig eine gelbe Murmel zu ziehen? Ich zeichne den Beutel hier einfach mal auf. So, einfach so ein Stoffbeutel und dadurch drei gelbe Kugeln rein, zwei grüne, zwei rote und eine blaue Murmel. Und das Experiment besteht dann darin, dass ich die Murmeln hier mische und dann ziehe ich einfach eine von diesen Murmeln raus und schaue mir dann an, was für eine ich erwischt habe. Und da gehe ich auch davon aus, dass diese Murmeln alle ungefähr gleich groß sind, sodass also alle diese Murmeln dieselbe Wahrscheinlichkeit haben, hier von mir erwischt und rausgezogen zu werden. Was könnte da das Ergebnis sein? Und das schreibe ich hier in der Form eines Ergebnisraums. Also ich schreibe Ergebnisraum. Das ist einfach die Menge der Ergebnisse, die ich hier haben kann. Also als Ergebnis kann ich hier haben, dass ich hier eine gelbe Kugel erwische oder eine gelbe Kugel oder noch eine gelbe Kugel erwische. Oder das Ergebnis kann sein, dass ich hier eine rote Kugel erwische. Da gibt es zwei davon. Dann kann das Ergebnis auch sein, dass ich eine grüne Kugel erwische. Da gab es ja auch zwei davon. Und dann kann natürlich das Ergebnis auch sein, dass ich eine blaue Kugel erwische. Ja, das ist der Ergebnisraum. Das sind alle möglichen Ergebnisse, die ich bei meinem Experiment bekommen kann. Wie viele Ergebnisse habe ich jetzt? Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 verschiedene Ergebnisse. Und diese Zahl brauche ich ja jetzt für die Berechnung der Wahrscheinlichkeit, dass ich eine gelbe Kugel rausziehe. Also die Wahrscheinlichkeit, eine gelbe Kugel da rauszuziehen, Wahrscheinlichkeit für diese gelbe Kugel hier, die berechne ich ja immer mit so einem Bruch. Und hier unten im Nenner steht dann immer die Zahl der möglichen Ergebnisse des Experiments. Also Zahl der möglichen Ergebnisse. Und zwar die Gesamtzahl. Also alle möglichen Ergebnisse, die müssen hier eingetragen werden. Und das haben wir haben ja schon durchgezählt. Das waren 8. 8 Ergebnisse sind hier möglich. Und hier oben ist dann die Zahl der günstigen Ergebnisse. Zahl der günstigen Ergebnisse. Was meine ich denn jetzt mit günstig? Günstig waren die Ergebnisse, die diese Bedingungen hier erfüllen. Günstig waren die Ergebnisse, die dazu führen, dass dieses Ereignis hier eintritt. Das Ereignis ist, dass ich eine gelbe Kugel in die Hand bekomme. Und ein günstiges Ergebnis für dieses Ereignis ist natürlich hier dieses Ergebnis, denn mit diesem Ergebnis tritt dieses Ereignis hier ein, mit diesem Ergebnis tritt dieses Ereignis hier ein und mit diesem Ergebnis tritt dieses Ereignis natürlich auch ein. Bei allen drei Fällen habe ich am Ende eine gelbe Murmel in der Hand und die Bedingung hier ist erfüllt und das Ereignis hier ist eingetreten. Also es gibt drei solcher günstigen Ergebnisse. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt eine gelbe Murmel ziehe, die beträgt 3/8. Ja, und das heißt dann, dass ich im Schnitt bei 8 Versuchen ungefähr 3-mal erwarten kann, eine gelbe Kugel zu erwischen.